Und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder ein Set aus Microbricks bzw. Diamond Blocks von Lobiu. Und das ist ein Set aus dem Pokémon-Universum. Und zwar haben wir hier einen Relaxo mit Pokéball. Es ist ab 9 plus geeignet. Angeblich 200 Teile. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es hat mehr Teile, weil das ja eigentlich die Ausführung mit dem Pokéball ist. Und mir da, glaube ich, von AliExpress die falsche Verpackung geliefert wurde. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe schon mal reingeschaut. Auf jeden Fall sind auch die Teile für den Pokéball dabei. Wir werden es überleben. Wenn wir uns die Verpackung hier so anschauen, sehen wir hier, das ist die 8050A. Wahrscheinlich ist der mit Pokéball dann 8050B, bin ich mal der Meinung. Und sie haben mir hier einfach die falsche Verpackung geliefert. Wir werden es überleben, wie gesagt. Hier oben sehen wir nochmal das Logo. Hier sehen wir Made in China. Dann sehen wir hier, dass die Teile so ein bisschen von den Abbildungen abweichen können. Das ist ja immer normal, das steht auf den meisten Sets drauf. Hier haben wir nochmal einen QR-Code. Nicht von 0 bis 3, recycelbar. Auf der anderen Seite haben wir nochmal die Microbricks und zwar nochmal das Relaxo abgebildet. Und dann sehen wir hier auch nochmal die Größe. So ein 2er Brick ist zum Beispiel 8 mm lang und so ein 1er Brick ist 5 mm hoch. Und dann auf der Seite, ich kann es leider nicht lesen, aber ich würde sagen, das übernimmt jemand anderes für mich. Hätten wir das geklärt. Auf jeden Fall. Hier unten nochmal die Verpackung, ganz normal, einfach in weiß gehalten, 100% nicht giftige Materialien und die Anleitung ist dabei. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und dann machen wir uns mal den ganzen Spaß hier auf. Und da sehen wir, wie man es jetzt, wenn man es sonst aus China kauft, ohne Verpackung, haben wir hier einfach die Tüte, die man sonst aus dem Polybag rausnehmen würde. Und hier sehen wir auch eben das Relaxo in der Anleitung. Hier der Pokéball, der wie gesagt eigentlich dabei sein sollte. Dementsprechend sehen wir dann, ich denke, der wird auch dabei sein, wenn es jetzt auch an der Anleitung dabei ist. Ich hoffe auch, dass hier dann die richtige Setnummer draufsteht. Nein, es ist wirklich die 8050A. Also ich habe keine Ahnung, warum dann hier der Pokéball nicht auf der Verpackung ist. Aber ist ja eigentlich egal. Ich mache auf jeden Fall jetzt das gute Stück auf. Dann gucken wir uns die Teile zusammen an, fangen an zu bauen und ich sage meine Meinung dazu und gebe am Ende eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung ab. Wenn wir das aufmachen, haben wir hier als erstes die Anleitung. Hier sehen wir mal eine Teileliste, eine Teileübersicht. Die Platte hier will ich dann mal sehen. Also so eine große Platte ist eigentlich selten bei den Microblicks bzw. Diamond Blocks. Dann haben wir hier die einzelnen Bauschritte, wie bei China in so einer Faltanleitung halt, relativ klein abgedruckt. Aber es lässt sich danach bauen. Es ist hier zumindest nicht so wie bei dem Bellody-Hund damals, wo wir ja wirklich schwarz und weiß hatten von den Farben her und man das kaum unterscheiden konnte, wo dann das Teil hinkommt. Das ist, glaube ich, bei dem Relaxo, auch bei den kleinen Abbildungen dann entspannter. Auf der Rückseite sehen wir dann hier noch, wie es weitergebaut wird, das fertige Relaxo und wie man den Pokéball baut. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an zu bauen. Wahrscheinlich baue ich als erstes mal das Relaxo fertig, zeige euch dann das Relaxo, dann baue ich noch den Pokéball fertig und zeige euch den Pokéball und dann reden wir noch ein bisschen drüber und ich denke, wir werden sehr viel Spaß damit haben. Und nach 20 Bauschritten ist das kleine Relaxo auch schon fertig und dann kommen noch 7 Bauschritte für den Pokéball. Aber erstmal kommen wir zu dem Relaxo und ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von diesen kleinen Modellen aus den Microblocks bzw. Diamond Blocks, weil man hat einfach eine sehr gute Teilequalität zu einem sehr kleinen Preis. Und genau das haben wir hier auch wieder gehabt. Die Pokémon-Lizenz gefällt mir ja generell sehr von den Diamond Blocks. Ich meine, ich habe euch ja auch schon das Pikachu aus Diamond Blocks gezeigt. Das ist natürlich ein bisschen größeres Modell noch gewesen, aber das sind, glaube ich, ungefähr 100 Teile Unterschied dann. Und dann haben wir ja auch schon das Bisasam aus Diamond Blocks angeschaut. Ebenfalls sehr süß. Und ich habe ja an allen am Ende gesagt, kauft euch das gerne, wenn euch diese Lizenz gefällt, weil die Teilequalität ist sehr, sehr gut. Ich sage es in jedem Video wieder, die Teilequalität ist so, als ob man Legos geschrumpft hätte. Also es ist wirklich grandios, sie sehen sehr gut aus. Wir haben hier mal eine Angriffsstelle, die sieht man aber kaum. Und das ist das Einzige, was vom Aussehen von den Teilen zu kritisieren ist. Und die Klemmkraft ist sowieso phänomenal. Also da ist wirklich die perfekte Mischung getroffen worden zwischen es hält perfekt und man kann es aber auch mal wieder auseinandernehmen. Und zum Auseinandernehmen ist auch immer in diesen Modellen so ein kleiner Brick Separator dabei und da bin ich auch ein großer Fan davon. Dann haben wir hier was Spezielles drin, was ich jetzt in den anderen Modellen noch nicht gesehen habe. Und zwar ist das eine Ground Plate oder eine Base Plate jetzt in dieser Größenordnung von den Diamond Blocks oder Micro Bricks, je nachdem wie man es nennt. Und das ist eine 10x10er Platte und da kann man eben am Ende dann das Relaxo hier draufstellen. Aber es hat auch ohne diese Platte einen sicheren Stand, das kann ich euch sagen. Also selbst ohne diese Platte würde es gut stehen. Deshalb, da hatte ich ja ein paar kleine Kritikpunkte, zum Beispiel beim Pikachu, dass da die Füße nicht so das Beste waren vom Halten her. Das Problem haben wir hier nicht. Dieses Relaxo steht auch auf seinen eigenen Füßen sehr gut.
Das Einzige, was man zu kritisieren hat, ist vielleicht, es ist natürlich ein sehr kleiner Maßstab und dadurch nicht das detailgetreueste Relaxo. Das weiß man aber, wenn man es davor kauft. Man sieht es ja auch auf den Produktbildern und man sieht es ja auch auf diesem Bild hier, was ja wirklich eigentlich eins zu eins das Produkt abbildet. Der einzige Unterschied, was ich noch ein bisschen zu kritisieren habe, ist, dass das Blau halt in echt ein bisschen greller ist als das, was auf der Verpackung ist. Und das ist auch völlig logisch, weil das Relaxo ist halt in echt oder im Spiel in Pokémon relativ auch so dunkelblau und auch mit so einem dunklen Beige-Ton. Und das ist halt mit den Teilen hier nicht erreicht. Das ist halt generell heller. Und das haben sie ein bisschen kaschiert auf der Box. Aber sonst ist die Abbildung da wirklich sehr detailgetreu und man weiß schon auf der Webseite, was man da kauft. Und wenn man dann über den Preis redet, ist es natürlich auch logisch, dass man dafür nicht sowas detailgetreu wie jetzt das Bisasam oder das Pikachu bekommt, weil dieses Modell hier hat 1,74 € mit Originalverpackung und Versand gekostet, wenn man es bei AliExpress als China-Import bestellt. 1,74 €. Das Gesamtpaket, Modell mit dem Pokéball, den ich dann noch baue, mit Anleitung und Verpackung und Versand. Eigentlich, selbst wenn der Pokéball jetzt schlecht wäre, bleibt mir da nichts anderes übrig, als zu sagen, kauft das Ding, aber da kommen wir später noch dazu. Weil wie gesagt, ich baue jetzt noch den Pokéball. Wenn da die Teilequalität noch genauso gut ist, dann brauche ich eigentlich dann nicht mehr sehr viel dazu zu sagen, außer kauft euch das Ding, ganz ehrlich. Wenn ihr diese Lizenz gut findet, es gibt so wenig zu kritisieren. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht so dreidimensional in diesem Maßstab. Hinten ist es sehr flach, das ist bei dem Pikachu schöner und bei dem Bisasam oder auch bei dem Bellody-Hund. Aber das stellt man sich halt vor eine Wand, guckt es von vorne an und es steht als Statue da und es ist perfekt. Und das ist halt das Thema. Für den Preis macht man da nichts verkehrt. Ich baue jetzt auf jeden Fall noch den Pokéball. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wenn dann 20 Bauschritte vom Relaxo um sind, dann sind die 7 Bauschritte, die noch beim Pokéball sind, natürlich auch sehr schnell um. Und hier ist der kleine Pokéball. Ist natürlich wie beim Relaxo gehalten, es ist nicht das detailgetreueste, aber man erkennt auf jeden Fall, was es darstellen soll. Ich finde es auch relativ gut getroffen. Und ich finde auch die Rundung von dem Ball ist für so einen kleinen Maßstab echt gut. Und jetzt kommt noch was Cooles. Das Ding ist auch stabil. Also das Ding kannst du rein theoretisch werfen. Da fällt nichts ab. Und das ist doch ein Vorteil, oder nicht? Das Ding, perfekt. Und dann kannst du wirklich mit deinem Relaxo oder mit deinem Pokémon, was du rumstehen hast, sagen wir mal, hier steht das Relaxo gerade in freier Wildbahn, machst du halt wirklich, schnapp sie dir alle, komm in meinen Pokéball. Und dann kommt der Ball. Ja gut, es wird jetzt nicht im Ball verschwinden, das ist leider nicht im Preis mit enthalten, aber ich denke, da kann man auch seinen Spaß haben, also ganz ehrlich. Oder man stellt es halt wie die anderen Menschen einfach ganz normal hin, stellt es ins Regal und hat seinen Spaß damit und freut sich, dass man so wenig Geld dafür ausgegeben hat. Und jetzt kommt noch das Coolste. Man kann hier noch sehr viel modifizieren, weil es ist eben rein noppig, es ist nichts verfließt. Das ist bei diesen Microbricks bzw. Diamond Block Modellen ja sowieso meistens so. Aber wir haben auf diesem kleinen Modellmaßstab diese Ersatzteilanzahl. Also ich finde das grandios. Ganz ehrlich, man kann damit noch so viel modifizieren, wie man lustig ist und hat noch richtig, richtig Spaß damit. Für 1,74 €. Ich sag's nochmal, für 1,74 € mit Versand, mit Originalverpackung und Anleitung. Kein Scheiß. Dementsprechend, wie gesagt, es bleibt mir nur übrig, hier den Daumen nach oben zu geben und euch zu sagen, kauft das Ding. Ihr werdet euren Spaß damit haben. Und wenn ihr irgendwann mal sagt, Pokémon gefallen mir nicht mehr so, oder ey, jetzt gibt's Shentaxo oder Reshaxo oder Fennaxo, dann nehmt halt das Relaxo auseinander und baut euch was Neues draus. Oder erweitert's. Warum erweitert ihr es nicht? Wenn ihr sagt, okay, ich baue mir einfach mal ein Monster draus, was jetzt nichts mit Pokémon an und für sich zu tun hat. Super geil, oder nicht? Und ihr habt dann noch Teile dazu. Für 1,74 € kauft euch dreimal. Hab fast nichts ausgegeben und hab massig Teile, um was zu bauen. Das sind auch im Endeffekt meine letzten Worte. Ich finde diese Microblocks, Diamond Blocks, das ist Lego. Das ist die Lego-Idee. Auch wenn es nicht von Lego kommt, bitte verklagt mich nicht, ihr wisst schon. Das ist halt für ein kleines Geld aus vielen Steinen was Großes bauen, so wie man möchte. Einfach seinem Geist und seinen Ideen freien Lauf lassen. Und das finde ich phänomenal. Und es kann jede Familie, egal wie groß der Geldbeutel ist, kann sich mal so ein Modell leisten.
Mir bleibt auf jeden Fall dann nichts mehr übrig, außer euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Wenn ihr auch solche Modelle habt oder vielleicht auch genau dieses Relaxo von Lubiu, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und könnt auch gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen oder einen Abo-Knopf drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Haut rein, euer Krieg der Steine.